Ja, ich bin auch sehr nach dem Wasser gut zum Teil. Und jetzt, heute war es auch wieder sehr nah dran. Also, es ist unbeschreiblich. Und ja, es ist schon schwierig, also, das kannst du richtig geniessen. Also, es ist nicht ganz einfach, aber sehr schön und ja, überwältigend. Wie war der Moment, wo du gemerkt hast, jetzt habe ich gewonnen? Ja, es ist sehr eindrücklich, also Emotionen pur. Und mit dem Beat Feuz, zweiter Schweizer auf dem Podest, ist etwas vom Besten, was es gibt. Ja. Wo kommt die Medaille hin? Die hat noch keinen bestimmten Platz. Zu den anderen glaube ich auch, aber jetzt am Anfang mal sicher noch nicht. Jetzt tun wir sie mal noch ein bisschen präsentieren und dann schauen wir, wo sie hinkommt. Haben wir gefestet? Ja, definitiv. Zwei Tage haben wir jetzt gefestet und ja, es geht ja schon wieder weiter. Also von dem her ja, ist noch nicht fertig. Ja, wie geht es weiter? Ja, wir haben nächste drei Wochen eigentlich noch drei Abfahrten und es ist noch sehr viel los jetzt nach der WM und ich werde mich sicher dann voll auf das auch noch konzentrieren, aber jetzt auch mal das geniessen und ja, die Emotionen aufnehmen und danach ja, jetzt habe ich ein paar Tage frei und von dem her ist das okay so. Wer ist am stolzesten? Ja, am stolzesten, ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ganze Schweiz ist stolz. Aber ich persönlich bin sicher stolz und ich glaube, all mein ganzes Umfeld, meine Freunde, die das Ganze schon jahrelang miterleben, die glaube ich, sind sicher stolz und ja, von dem her passt das schon.